Herzlich willkommen zurück zu Fallout mit Arezo. Ich bin Arezo und ich möchte hier reingehen. Ja, okay, ich kann tatsächlich einfach an dem vorbeigehen. An dem Stänkerfritzen hier. Ja. Ein Kopfgeldjäger mit einem Anstecker, auf dem steht, ich bin Christopher und du bist Fleisch. Ja. Okay. Wir haben Schlägertyp. Gut. Wir haben Natalia, das bin ich. Noch ein Schlägertyp. Verzieh dich. Ja, gleich. Ich muss nur wissen, worum es hier geht. Was hier los ist. Bist du der Anführer? Auch mal. Okay. Das heißt... Oh, Moment. Hier haben wir... Katja. Nee, das ist meine Verbündete hier. Jetzt habe ich so viele Leute auf einmal bei mir. Okay, wir gehen mal schnell im Bücherregal nachgucken. Nichts. Wir können ja trotzdem da mal nachgucken, ob wir hier was Schönes zu stehlen finden, ne? Okay, ein bisschen Munition. Einfach sich nur angucken, was die Leute haben. Er bringt ja noch keine Probleme. Oh. Okay. Das hätte noch ein Problem werden können, wäre ich nicht schon vorher gestorben beim letzten Mal. Vielleicht sollte ich mich mit denen noch nicht anlegen. Außerdem werden die wahrscheinlich für irgendeine Quest benötigt werden, ne? Okay. Gut, wir haben die weiter kontrolliert. Wir gehen hier hin. Irgendwo im Süden sind die Children of the Cathedral. Da. Okay. Ich schätze, dann gehen wir einfach mal darüber, schauen uns an, was da für merkwürdige Kreaturen ein- und ausgehen. Und wir haben nur noch einen Ort zu entdecken, wie es aussieht. Okay. Eingang. Oh, viele Leute hier. Ein großes, prunkvolles Gebäude ragt in dem Himmel. Vor dem Gebäude läuft eine Menschenmenge ziellos herum. Schön, dich zu treffen. Jetzt legen wir mal los, sagen viele Leute hier. Okay. Voll aus Speer. Das ist eine ziemlich wichtige Arbeit, oder? Okay. Schläger. Ja, Kutte. Hey, habe ich nicht schon von dir gehört? Du hast schon allerhand Zeug umgebracht, nicht wahr? Was verschlägt dich hierher? Ich habe ein paar seltsame Dinge gehört, die hier passieren. Was geht hier vor? Frieden, Einheit, diese Art von Ding. Wo ist der Meister? Ich suche nach einem Freund. Jemand zum Reden. Nee, was geht denn hier so vor? Ich werde dir nicht sagen, Kumpel. Fahrzeuge. Okay. Frieden, Einheit, diese Art von Ding. Weißt du, es gibt hier viele andere Leute, die so denken. Geh und nerv die. Okay. Ich brauche einen Freund, jemanden zum Reden. Ich bin der Freund von niemandem. Ich bin nicht der Typ dazu. Ich schlag vor, du gehst mir aus dem Weg jetzt. Wo ist der Meister? Das ist Morpheus, unser Anführer. Ich glaube, er ist da oben im Turm. Okay, also direkter Ansatz scheint hier... Okay. Komm schon, Mann, das sagt mir nichts. Sagt mir, was es noch Interessantes gibt. Anführer, wo führt ihr euch hin? Werdet ihr nicht sagen... Okay, keine Sorge, ich bekomme schon Infos aus dir raus. Okay, wo ist der Meister? So, sag mir, was es noch Interessantes gibt. Ich werde dir nicht sagen, Kumpel, fahr zur Hölle. Okay. Wo ist der Meister? Was ist denn die... wer ist in diesem Laden noch wichtig? Das ist Lasher. Mann, bleib ihm fern. Er ist völlig... Ich weiß nicht, wie ich ihn wirklich beschreiben soll. Stell dir eine Person auf Erden vor, die du nicht kennen willst. Lasher ist schlimmer. Okay, kommen er und Morpheus gut miteinander aus? Ich werde nicht sagen, komm... Ich krieg's noch aus dir raus, keine Sorge. So, wer ist noch wichtig? Was macht ihn so schlimm? Sonst gibt es nichts zu sagen. Auch wenn du schlau bist, wirst du... willst du es auch noch nicht wissen. Und wenn du schlau bist. Okay. Was verschlägt dich hierher? Meine Füße. Du machst wohl Witze. Sprich mit den Zombies, Mann. Okay, okay. Warum habe ich eigentlich so wenig Leben? Ist das wenig Leben? Oder ist es viel Leben gerade? Ich habe das Gefühl, es ist wenig. 10 Erfahrungspunkte, weil du deine Liebesfähigkeit erfolgreich eingesetzt hast. Yay! Katja, ich habe ein Geschenk für dich. Handeln? Ein schönes Kampfmesser bekommst du.
Das Stallona von Sharpwit Inc. ist ein qualitativ hochwertiges Kampfmesser. Die Klinge bleibt garantiert 10 Jahre lang scharf. Mindeststärke 2. Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Garantiert 10 Jahre. Das rechnet überhaupt nicht ein, wie oft man es benutzt hat, ne? Weil wenn man es täglich nutzt, hält es länger als, ja, wenn man es nur alle paar Jahre nutzt. Okay, wir haben 3 bis 11 mit dem Speer und 3 bis 11 mit dem Kampfmesser. Der Speer ist also besser. 4 Pfund gegen 2 Pfund. Das ist wahrscheinlich der eher einzige Grund, warum man das Messer mitnehmen würde. Denn der Speer gibt noch extra Reichweite. Bitte sehr. Du brauchst keine Medizin. Gut, danke. Bleib in der Nähe. Gut. Ein Zombie. Hallo Freund, schön dich zu sehen. Steck deine Waffe ein, du bist hier unter Freunden. Tut mir leid, aber ich hatte eine harte Woche. Also, was kannst du mir über den Ort sagen? Tut mir leid, aber ich bin vorsichtig geworden. Wer hat hier das Sagen? Freunde, hä? Das ist seltsam. Ich habe schon viele schlechte Dinge über euch gehört. Schön zu wissen, dass ich unter Freunden bin. Was gibt's? Freunde, wie freundlich wollt ihr denn werden? Sagen wir mal, ich hatte eine harte Woche. Ich fürchte, ich kann dir damit nicht helfen. Ich muss über die glorreichen Taten des Meisters nachdenken. Entschuldige mich bitte. Hei der Meister, hei der heiligen Flamme. Okay. Follower Speer. Warum reden wir dumm rum? Okay. Sänger der Children. Hallo mein Freund, die Vision des Meisters hat mich erleuchtet. Darf ich dir meine wunderbare Geschichte mitteilen? Okay, ja klar. Es war einmal ein Mensch, der war so voller Hass, dass er fast daran zugrunde gegangen wäre. Aber jetzt, gelobt sei der Meister, gelobt sei die heilige Flamme, gelobt sei der Weinberg des Lebens. Ja, okay. Hat nicht mal Zeug bei, dass er verkaufen möchte. Aber das heißt nicht, dass er gar kein Zeug hat. Okay, er hat gar kein Zeug. Da haben wir noch einen Speer. Du siehst ein Mitglied der Children of the Cassid will, dass sich von niemand was vormachen lässt. Was zum Teufel willst du? Ich will wissen, was hier vor sich geht. Stellst du immer so dumme Fragen, du Idiot? Okay, manche hiervon sind relativ aggressiv und manche waren mal aggressiv, wie es aussieht. Wer ist hier der Anführer? Du bist es sicher nicht. Okay. Wo finde ich diesen Meister? Fahr zur Hölle, du Idiot. Okay. Ihr könntet ruhig ein bisschen höflicher sein. Ein Sänger der Children. Die wunderbare Geschichte brauche ich nicht, danke. Wo kann ich den Meister kennenlernen? Der Meister sieht alles. Der Meister ist unter uns. Sieh, wie der Frieden und die Einheit wachsen. Okay. Wer ist der Anführer? Es ist an dir, mein Freund. Doch der Meister führt dich. Gelobt sei der Meister. Gelobt sei die heilige Flamme, die uns den Weg erleuchtet. Okay, danke. Tür? Nein. Boden? Nein. Ich will den da. Junger Mann. Ah, hallo. Hey, kannst du mir was über den Ort sagen? Pater Lescher sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Natürlich bloß, bis wir die Einheit haben. Dennoch gibt es keine Fremden. Danach gibt es keine Fremden mehr. Tschüss. Ja, aber... Okay, hast du irgendeinen Trick für deinen alten Freund? Weiß. Ich weiß nicht viel, ehrlich nicht. Gelobt sei der Meister. Tschüss dann. Ziemlich gut. Hallo, wie geht's? Ziemlich gut, was ist mit dir? Moment. Okay, was ist die gute Neuigkeit? Das ist... ich weiß nicht viel, ehrlich nicht. Gelobt sei der Meister. Tschüss dann. Okay, das ist ein anderer Text, den wir am Anfang hier hatten. Okay, ziemlich gut. Wie geht's dir? Tschüss. Unhöflich. Ich fange jetzt an, jeden zu bestehen, der unhöflich war. Und hier haben wir... Was ist das? Ich kann es nicht ausspähen. Sieht aus wie Windräder. Ich wurde beim Stehen der Blume erwischt. Kelder. Okay.
Ich will ihn eigentlich nicht wirklich töten. Gehen wir einfach mal weg. Leute, tötet ihn nicht. Wir haben hier einen kleinen diplomatischen Zwischenfall. Sänger wurde für 20 Treffer getroffen. Okay. Gut. Leute. Wirklich, das ist nicht nötig. Okay. Vielleicht ist es doch nötig. Sänger ist tot. Warum? Der da... Die gehören nicht alle zu... Sturmbewohner wurde für 6 Trefferpunkte getroffen. Okay. Children of the Cathedral gegen... Wer sind... Ja, voll... Die Followers of the Apocalypse. Okay. Wir haben einen Gangkrieg gestartet. Okay. Kein Problem. Okay. 27 Trefferpunkte. Auf Sarg. Durch den festen Schlag wird er bewusstlos. Ich befürchte, das ist eine eher langweilige Art und Weise, das Spiel zu spielen, aber... 13 Trefferpunkte und es entsteht eine große Wunde. Was hat der da gerade gemacht? Der gleitet ziemlich. Child mit eigener Meinung ist tot. Oh. Okay, bisher... Also die scheinen hier nicht wirklich Probleme zu machen. Und auch der ist bewusstlos. Okay. Du bist... Ah ja, du bist der Zombie. Kein Problem. Und... Upsi. Das war die falsche Person. Okay. Ohne Schaden getroffen. Gut. Tja, ich nehme an, wir greifen die Kathedrale an. Gut, kann ich den Kampf beenden? Ja. 225 Erfahrungspunkte. Ja. Vorlaufspeer. Wen lege ich als nächstes um? Ja, niemanden. Eigentlich war das gar nicht so geplant. Oh ja, das sind einfach nur die Speer, die hier mitgekämpft haben. Okay. Und hier haben wir Kelder, der noch einen Haufen Blumen hat. Oh. Tja. Sorry, Kelder. Okay, das waren bestimmt keine wichtigen Leute, ne? Oh, ihr kommt alle mit mir mit. Okay. Gut, kein Problem. Ich bin sicher, dass... wird unserer diplomatischen Mission hier nicht schaden. Ich würde hier gerne reingehen. Ich sehe Wand. Ich will hier bitte rein. Okay, ein Stück näher. Okay, da haben wir. Ich will nicht den Follower spielen. Hier, die Frau. Okay, ich kann da nicht hin. Okay, Leute, kommt bitte aus dem Weg. So, und jetzt spreche ich mit dieser Frau. Ich spreche nicht mit Leuten, die mit einer Waffe auf mich zeigen. Nimm sie weg und wir können uns unterhalten. Oh ja, natürlich, tut mir leid. Hallo, du wieder. Ich hoffe, du findest diesen Ort interessant. Ja, natürlich. Weißt du, alle Leute, mit denen ich hier spreche, wiederholen alles, was sie sagen. Immer wieder. Ich weiß, ich tue das immer, wenn ich nichts Originelles zu sagen habe. Bis später. Okay. Hast du was zu handeln? Nee? Na gut. Gut, sie hat nichts Originelles zu sagen. Ach Gott. Dieses Spiel könnte wirklich von einer drehbaren Karte profitieren.
Ist das ein Weg nach unten? In den Keller? Nee, das sind Bänke. Okay. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Hi Leute. Ein Schild in der Kathedral, dass sich von niemandem was vormachen lässt. Solche kennen wir doch, ne? Wo finde ich den Meister? Verzeihung. Okay, gut. Pray, follow, unity. Okay. Noch ein Schild, dass sich nichts vormachen lässt. Okay, ein riesiges Mitglied der Children. Hallo Miss, ich bin Ton, 2000 Pfund schwer und der Meister und des Meisters härtester Kämpfer. Außerdem bin ich vom FEV entwickelt worden und du musst mich überprüfen. Also los, Baby. Ich habe nach jemandem gesucht, der klug genug ist, mir zu sagen, was los ist. Vergiss es. Du gehst mir ein wenig zu schnell. Wir sollten uns erst noch ein wenig beschnuppern. Ich möchte den Boss sprechen. Hallo, ich bin vom FEV so entwickelt worden, dass jeder, der mich reizt, des Todes ist. Und lieber auf mich zurückreizen, kleiner Mann. Nee, okay. Ja, ich habe jemanden gesucht, der klug genug ist. Es kann ungesund sein, wenn man die falschen Fragen stellt, Kumpel. Sie sagen alles, was du hören willst. Gestalten, die falschen Fragen stellen oder rumspinnen. Ja, solche Typen werden hier nicht alt. Ich habe riesige Probleme mit dem Font und ich weiß nicht warum. Und warum ist da dieses gruselige Bild hier? Das ist gruselig. Typ, mit der habe ich doch schon gesprochen. Lad dein Müll woanders ab. Okay. Schwester Francis. Hallo, ich meditiere gerade. Hast du nicht gemerkt? Kann ich dir helfen? Klar, hast du irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Möchtest du an einer meiner Lieblingsmeditationen teilnehmen? Das war diesmal nicht der Fond, da bin ich einfach. Okay, wer hat hier das Sagen? Wo ist der Meister? Okay. Hast du was Ungewöhnliches bemerkt? Naja, Vater Morpheus hat schon lange keine Predigt mehr gehalten. Das ist wirklich schade, denn ich höre ihm sehr gerne zu. Jeder hier scheint mit irgendeinem Kreuzzug beschäftigt zu sein. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss weiter meditieren. Oh ja, natürlich. Aber eine Sache noch. Ah, du wieder. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber... Okay. Gut. Ja, keine Sorge, du warst nicht unhöflich. Ich war unhöflich. Oh, ein Mach 4 Computer. Anscheinend wird das System gerade neu gebootet. Okay. Wissenschaft? Okay. Da haben wir Bücher. Bücher sind wichtig, denn manchmal können sie uns... Leute... Ich muss hier durch. Auch du da. Hey. Danke. Ich würde hier ganz gerne rein. Ist hier eine geschlossene Tür? Ja. Okay. Ein Ladenbesitzer. Oh. Hier kann man eventuell Dinge kaufen. Sei gegrüßt. Wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du nimmst dir einen Moment Zeit, um dir die Bedeutung der Entscheidung hinsichtlich deiner Seele bewusst zu werden. Wo kann ich eine dieser schicken Roben herbekommen? Nur treue Mitglieder der Kathedrale dürfen das heilige Lila tragen. Okay, was, wenn ich 3 Roben in meinem Rucksack habe? Okay. Ja, was hast du zu handeln? Wir haben hier allerlei Souvenirs, um dich an deine Reise zur Kathedrale zu erinnern. Diese Souvenirs sind natürlich nicht ganz billig. Okay. Wir haben hier ein bisschen Nuka-Cola. Ich dachte, eventuell ist es ganz gut, ein bisschen davon zu haben. Deswegen, okay. Der hat echt eine Menge. Bücher. Ein Buch, okay. Gut, schauen wir erst mal, was wir loswerden müssen. Wir haben hier ein Brecheisen, das ich nicht mehr haben möchte. Wir haben die beiden Knüppel, die ich nicht mehr haben möchte. Und das war's eigentlich. Und das hier ist schon alleine teuer. Okay. Gut zu wissen. Was, wenn ich dir noch ein bisschen Obst anbiete? Besser.
Muss ich tatsächlich draufzahlen? Ich will nicht draufzahlen. Bieten? Na gut. Wir zahlen ein bisschen drauf. Wir brauchen noch 11 Mark. Okay. Und zack. Okay, das ist ein gutes Geschäft. Kommt dir vielleicht so vor. Okay, Büchlein lesen. Unsere... Achso, Moment, wir gucken erst einmal. Unsere... Hier, Naturbursche. Das ist das, was erhöht werden sollte, ne? 27. Also 27%. Und wir lesen unser Büchlein. Und 34. Das macht eine ganze Menge aus. Okay. Nehmen wir an, hier hinten darf ich auch nicht einfach Zeug rausnehmen. Okay. Tisch. Gewöhnlicher Holztisch. Okay. Kann ich eigentlich Händler bestehen und denen alles wegnehmen? Nein. Was, wenn ich direkt versuche, hier den Laden im Prinzip zu bestehen? Nee. Die heilige Flamme duldet keine Diebe und Schurken in ihrem Tempel. Man wird dich bestrafen. Ich wollte nichts klauen, ehrlich. Weder ich noch der Meister kümmern sich um deine Lügen. Okay. Ein Trefferpunkt. Oh nein. Okay, der Ladenbesitzer ist tot. Upsi. Gut, hier sind noch weitere Gegner. Ich wende mal den Zug und gucke, wer ankommt. Okay, alle kommen an. Die gute Nachricht ist, ich nehme an, ich kann mir das Zeug aus dem Laden nehmen. Die schlechte Nachricht ist, der Gangkrieg eskaliert hier ein klein wenig. Ich finde es interessant, dass die Followers scheinbar direkt auf die Kämpfer hier zugehen, statt auf die Priester und so. Also die priorisieren offenbar tatsächlich Gegner, die gefährlich werden könnten. Der Große macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, was der FEV ist. Zeit hier mal richtig aufzuräumen. Ja, versuch's, nehme ich an. Bringen wir den Schurken unter die Erde. Ich bin kein Schurke. Oh, Ian wurde für einen Trefferpunkt getroffen. Held. Okay. Wir haben jemanden mit einer Waffe. Mit einer Schusswaffe. Das könnte ein Problem werden. Der da hat ein Messer oder die da? Okay, was machen wir? Schwester Francis ist ein Problem. Die hier sind nicht wirklich ein Problem. Der hier schon eher. Ich würde ihn ganz gerne umgehen einfach. Okay, wir laufen bis hierhin. Er muss auch noch ein bisschen hinterherlaufen. Au, 5 Trefferpunkte, okay. Ton und Francis sind die Probleme hier. Die Problemkinder. Ha. Die Priester nicht wirklich. Ich hätte mich natürlich auch hier hinter die Robenleute stellen können. Um zu versuchen zu verhindern, dass ich getroffen werde von der Pistole, aber... Ja. Das wird eine Weile dauern einfach, weil die so lange brauchen alle.
Oh, okay, wo läuft sie denn hin? Eventuell muss ich mich um Ton erstmal kümmern. Oder Ton, wahrscheinlich Ton, weil er so schwer ist. Okay, das Scheit mit einer eigener Meinung wurde für 10 Trefferpunkte getroffen. Nicht schlecht. Jetzt sehen wir gleich, wie gefährlich die Person in der lila Robe hier ist. Läscher. Okay. Neun Trefferpunkte auf dem Kopf, okay. Wir ziehen mal auf die Arme bei dem. Okay, hat auch nicht so viel gebracht. Ohne Schaden, sehr gut. Und 7 Trefferpunkte, das geht noch. Irgendwann läufst du so merkwürdig rum. Aber okay, ist in Ordnung. Alles in Ordnung. Dr. Wu hat daneben getroffen. Okay. Ohne Schaden, ist in Ordnung. Ich habe eine bessere Rüstung inzwischen, ne? Zeit hier mal richtig aufzuräumen, na, dann mach mal. Die Zeit vergeht hier ganz schnell. Okay, der Sänger wurde für 7 Trefferpunkte getroffen, das reicht noch nicht. Dr. Wu wurde für 8 Trefferpunkte getroffen, okay. Deine Schmerzen bereiten mir keine Freude. Oh, 20 Trefferpunkte, 22. Vollausspeer tot, okay. Gut, wir haben 3 problematische Gegner hier. Rechter Arm für 3 Trefferpunkte nur. Okay, wie schwer bist du verletzt? Schwer verletzt, immerhin. Ian, hör auf dauernd hin und her zu laufen. Uppala, da waren 14 Trefferpunkte, okay. Hier wäre eine Granate eventuell nicht schlecht, andererseits ich würde Ian damit treffen. Oh, okay, der Sänger hat den Speer aufgehoben, cool. Ich sollte hier einfach auf die Beine ziehen wieder. Die Standardstrategie für Nahkämpfer eigentlich. Und Beine sollten nicht so schwierig zu treffen sein. 5 Trefferpunkte, okay. Wir sind die Zukunft und du bist die Vergangenheit. Da hinten ist also offenbar noch jemand. Okay. Katja kommt näher, auch gut. Vier Trefferpunkte, okay, das ist nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und daneben nicht so gut. Ton benutzen Stimpak, okay. Dr. Wu wurde erst zu Boden geworfen und dann hat er noch eine große Wunde bekommen. Schön. Ich weiß nicht, ob die große Wunde tatsächlich irgendwas bewirkt. Gut, der Follower-Speer hat nicht so viel gemacht. Ein Trefferpunkt. Ich meine, natürlich dadurch, dass es so viele sind, könnte es trotzdem sich irgendwann summieren. Sehr schön. Der hat nur 5 Trefferpunkte bekommen. Okay. Oh, der Sänger hat 25 abbekommen und ist tot. Gut. Katja hat voll daneben getroffen. Ton wurde für 11 getroffen. Und Katja hat wieder daneben getroffen. Okay. Ein weiterer Follower-Speer ist tot. Das ist nicht so gut. Ton, könntest du bitte endlich sterben? Okay, er hat einen Haufen Zeug abbekommen. Wir haben wieder 5 Treffer. Ich muss mich demnächst heilen. Ich will das auch nicht zu früh machen, denn wenn man sich später heilt, dann ist es effizienter von den Aktionspunkten her. Es könnte auch durchaus sein, dass die späteren Kämpfe hier in der Cathedral wesentlich schwieriger werden. Weil es immer noch so viele Leute sind und wir keine Followers mehr bei haben.
Okay, der Sänger ist tot. Sehr gut. Das größte Problem, das die Sänger eben machen, ist, dass sie rumtanken hier. Okay, Moment. Wie viel... Sieht so gut wie tot aus. Okay. Wir nehmen lieber die sicheren Schläge. Hoppala. Ich will einen normalen Stoß machen. 6 Trefferpunkte. Und Ton ist tot. Okay. Sehr schön. Hier hinten haben wir auf jeden Fall den Vorteil. Jetzt ist es 3 gegen 1. Okay, der eine Sänger kommt noch, aber der kostet nur Zeit. Bisher sieht das eigentlich ganz gut aus. Der Follower hier wird noch ein klein bisschen tanken. Oh, besonders, wenn er ein Stimpack benutzt. Sehr schön. Eventuell überlebt der eine Follower sogar noch. Okay, okay, wir haben keine Follower. Oh, doch, wir haben noch den einen Follower hier übrig. Okay, gut. Okay, 25 Trefferpunkte und er ist bewusstlos. Und ich gehe hier rüber. Oh, mir fällt gerade auf, die ist ja noch da. Die eine Schwester. Okay, Leute, ihr müsst aufhören, die hilflosen Priester zu töten und euch auf die richtigen Kämpfer konzentrieren. Okay, 2 Trefferpunkte, aber das ist trotzdem nicht wirklich... Warum rennt sie einfach weg? Oder geht sie ein bisschen aus dem Weg, um besser zu zielen? Aber in dem Spiel zielt man, glaube ich, nicht schlechter, wenn man näher dran ist. Okay, das sind nur 10 Trefferpunkte, gut. Sie sieht immer noch unverletzt aus. Okay, ich gehe hier hinterher. Und nicht genug Aktionspunkte. Kein Problem, wir machen einen normalen Stoß einfach. Ich sehe da was, das mich beunruhigt. Okay, kein Problem. 9 Trefferpunkte, okay. Ian ist wieder tot, das ist nicht so gut. Okay, sie rennt einfach weg. Das war viel. Okay, es ist Zeit zu heilen. Okay, und wir sind bei 64. Das ist wesentlich besser. Okay. Sehr gut. Lash hat direkt bewusstlos gemacht. Nicht genug. Ja, ich wollte ihn auch gar nicht plündern eigentlich. Okay. Ian ist ein klein bisschen tot. Das ist nicht so gut. Wir sind bei 34 Minuten gerade in der Folge, stelle ich auch fest. Okay, Moment, wir ziehen mal hier auch nochmal auf den Kopf. 5 Trefferpunkte nur. Okay, der Follower-Speer hat gerade seinen Speer daneben geworfen, denke ich. Okay, wir nehmen die 3 Stöße auf den Bewusstlosen. Ich weiß, es ist nicht sonderlich sportlich. Aber es sollte effektiv sein. Katja ist tot. Okay. Oh, okay, der hat seinen Speer geworfen und der andere hat ihn eingesammelt direkt. Okay. Lesher ist tot. Okay, ich lasse den anderen einfach zu mir kommen.
Okay, Dr. Wu lebt noch. Ah, Sänger hat nicht getroffen und hat die Waffe fallen lassen. Sehr schön. Auch hier zählen wir wieder auf den Kopf. Und er ist tot. Okay. Bewusstlos hätte mir gereicht. Follower Speer überlebt durch Stimpak. Ich meine, vielleicht nicht unbedingt. Okay. 19. Gut, das hätte nicht unbedingt ein Überleben sein müssen. Aber ist es gewesen. Okay. Fall um. Und tot. Sehr schön. Kampf beenden. Yay! Wir haben unsere Begleiter verloren. Wir haben einen Glaubenskrieg angefangen. Ich denke, das war eine erfolgreiche Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl. Hinterlasst Kommentare und adios.